Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute mal mit einem etwas anderen Video bzw. sogar Videoserie, gerade wie gut das Ganze bei euch ankommt. Und zwar heißt das Ganze Destiny Basics. In den Videos geht es mir darum, euch eine gewisse Grundkenntnis über Destiny zu vermitteln. Denn wenn man so durch Facebook und ähnliche Seiten stöbert, dann sieht man sehr oft Bilder mit Handfeuerwaffen, mit Raketenwerfern, wo dann drunter steht, ist das ein God Roll, ist die Waffe gut, passen die Perks zusammen. Das finde ich ein bisschen schade, denn wenn jemand die Grundkenntnisse hat, wenn jemand sich ein bisschen mit der Materie befasst hat, dann kann er ganz einfach selber beurteilen, ob die Waffe nun gut ist. Und das, was noch besser ist, man kann sich dann endlich seine Lieblingswaffe bzw. die Waffe so zusammenstellen oder so zu farmen, wie man sie gerne hätte. Dann würde ich sagen, ab ins Intro und dann geht's endlich los mit der ersten Folge Destiny Basics – Handfeuerwaffen. Handfeuerwaffen gibt es prinzipiell für den Kinetikwaffenslot sowie für den Energiewaffenslot. Was der Unterschied ist, bzw. welcher Slot jetzt mehr Schaden macht, darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Verlinke ich euch jetzt oben in der Infokarte. Hier müsst ihr einfach entscheiden, was ist meine andere Waffe, die ich gerne spiele. Wenn ihr sagt, ich spiele eh immer hier im Energiewaffenslot die Ikolos oder eine Pumpe oder die Sniper, dann wird für euch in dem Primärslot die Handfeuerwaffe gut passen. Ansonsten dementsprechend umgekehrt, wenn ihr oben eine Pumpe oder Fusionsgewehr habt, dann müsst ihr halt eine Energiehandfeuerwaffe besorgen. Grundlegend kann man Handfeuerwaffen in vier Gruppen unterteilen. Einmal in die 180er, das heißt mit 180 Feuerrate, dann die 150er, die 140er und die mit 110 Feuerrate. Wie das Wort Feuerrate schon sagt, gibt dieser Wert Auskunft, wie schnell die Waffe schießt. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass die 180er die beste ist, denn 180er Handfeuerwaffen schießen zwar schneller, machen aber um einiges weniger Schaden pro Schuss als eine 110er Handcannon. Wenn ihr euch das hier anschaut, 110 hat die Schlagkraft fast auf 100%. Nehmen wir jetzt eine 150er wie die Mitternachtsputsch. Dort ist die Schlagkraft um einiges reduziert. Das heißt, mit einer 150er könnt ihr zwar schneller schießen, verursacht dann aber pro Schuss weniger Schaden. Prinzipiell sind alle vier gut. Die meisten Spieler bevorzugen 150er, 140er, weil sie sich einfach leichter, besser anfühlen. Aber ich kenne auch einige Spieler, die sagen, Duke ist für mich eine perfekte Handfeuerwaffe. Haut ordentlich rein, hat ordentlich Wumms. Man muss halt dafür damit umgehen können. Man muss es mögen, dass sie einfach ein bisschen träge ist und langsamer schießt. Aber wenn ihr das mögt, Duke oder eine 110er Handfeuerwaffe ist überhaupt kein Thema, sind auch sehr gute Handfeuerwaffen. Wenn ihr das ein bisschen ausgetestet habt und herausgefunden habt, welche Feuerrate für euch die richtige ist, die angenehmste ist, dann kommen wir jetzt zu den Perks. Prinzipiell haben die Handfeuerwaffen, seitdem es Random Perks gibt, vier Kategorien bzw. vier Spalten. Ganz links haben wir meistens den Lauf, bzw. statt dem Lauf kann da auch das Visier sein. Zweite Reihe, dort haben wir die Magazine. Und dritte und vierte Reihe haben wir die Perks, die entweder Zusatzschaden, schnelleres Nachladetempo triggern oder irgendwelche speziellen Sachen erledigen, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Reihe mit dem Lauf bzw. den Visieren an. Hier ist es prinzipiell bei den Handfeuerwaffen wichtig, dass man so viel wie möglich Range aus der Waffe rausholt. Das heißt, habt ihr hier Perks, schaut sie euch an und wenn ihr mit der Maus bzw. auf der PlayStation mit dem Cursor drüber führt, seht ihr unten rechts bei den Eigenschaften, hier unten, wie sich die Handfeuerwaffe verändert, wenn ihr diesen Perk einsetzt. Wir sehen zum Beispiel hier bei meiner Orchidee, da habe ich zwei verschiedene Läufe. Und wenn ich nach unten gehe, beim oberen Perk habe ich da mehr Stabilität und mehr Handhabung, dafür weniger Reichweite. Beim unteren Perk habe ich hingegen mehr Reichweite. Prinzipiell ist bei Handfeuerwaffen die Reichweite einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen gehe ich hier immer auf den Perk, der mehr Reichweite verursacht. Hier zum Beispiel der weite Lauf, es steht eh da schon da, erhöht die Reichweite deutlich.
Eine Sache, was ihr dann noch wissen solltet, die erste Reihe ist eigentlich nicht so wichtig. Natürlich, wenn ihr den perfekten Roll wollt mit viel Reichweite, dann sollte der erste Perk, der Laufperk, auch richtig sein. Habt ihr aber eine Waffe gefunden bzw. endlich einen God Roll, euren God Roll bekommen, aber nur der erste Perk ist nicht so gut bzw. dort hättet ihr gerne etwas anderes, müsst ihr nicht unbedingt weiter farmen, denn wenn die anderen drei Perks passen, das sind die drei wichtigsten Perks, wenn die okay sind, dann passt das eigentlich auch. Wie gesagt, das ist das i-Tüpfelchen, wenn es passt, ist es perfekt, wenn es nicht passt, ist es auch immer noch sehr gut. Wie vorhin schon erwähnt, kann hier statt dem Lauf natürlich auch was anderes stehen, zum Beispiel das Visier. Lasst euch davon nicht irritieren, es hat eigentlich nur denselben Einfluss. Das heißt, hier auch wieder verschiedene Visiere, es verändert sich die Reichweite, Stabilität. Zwar weniger, aber auch hier dasselbe Spiel, auf Reichweite gehen und dann seid ihr bestimmt safe bzw. gut unterwegs. Da würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Perk-Reihe, die Magazine. Die Magazine findet ihr im Normalfall in der zweiten Reihe, können aber auch in der dritten Reihe sein. Das heißt, wie zum Beispiel bei der Duke, dort ist einfach die zweite und die dritte Perk-Reihe vertauscht. Ist einfach anders visualisiert, ändert bei der Waffe jetzt nichts. Lasst euch nicht irritieren, denn es müssen nicht immer Magazine drinnen sein. Es können auch bei Magazin andere Perks mit dabei sein. Und da haben wir unseren Perk verbesserte Geschosse. Oder dem Perk Prallgeschosse. Diese zwei Perks erhöhen die Reichweite der Waffe und aus diesem Grund sind es für den Magazinslot von mir die Lieblingsperks. Wie schon vorhin erwähnt, bei der Handfeuerwaffe sollte man die Reichweite immer so hoch als möglich triggern, deswegen hier verbesserte Geschosse oder Prallgeschosse ganz nach oben. Ein weiterer Perk, der hier auch gut sein kann, je nachdem wie die anderen zwei Perks bei euch ausfallen, ist das Fallmagazin. Behaltet das einfach kurz in den Hinterkopf, denn das behandeln wir gleich, denn jetzt schauen wir uns die Perks 3 und 4 an. Denn diese zwei Perks bzw. die Kombination der beiden Perks sind das Wichtigste bei der Handfeuerwaffe und ausschlaggebend, ob sie jetzt gut oder schlecht ist. Und hier unterscheiden wir jetzt auch zwischen PvE und PvP. Deswegen würde ich sagen, wir behandeln erst den PvE-Part und nachher den PvP-Part. Im PvE nutzen wir diese zwei Perks, um den Schaden der Waffe zu erhöhen. Das ist eben extrem wichtig, dass man da Perks wie Domen oder Killclip mit dabei hat. Es gibt aber neben Dom und Killclip auch noch andere Perks, wie zum Beispiel Multi-Killclips. Also hier gebe ich euch einen Tipp, lest euch den Perk einfach durch. Zum Beispiel hier bei Dom steht, Kills mit dieser Waffe verursachen temporär erhöhten Schaden. Also sobald da irgendwo steht erhöhten Schaden, ist das ein guter Perk, der bringt euch was. Hier zum Beispiel, diese Waffe erhält erhöhten Schaden durch Nahkampfkills und Kills mit dieser Waffe. Somit ist das auch ein sehr guter Schadensperk. Bei den meisten Handfeuerwaffen ist so ein Schadensperk nur für eine Position vorgesehen. Aus diesem Grund müsst ihr schauen, dass ihr in der zweiten Position einen Perk erhaltet, welcher euch das Nachladetempo reduziert. Das heißt, hier ist sehr gut der Perk gesetzloser. Präzise Kills verringern deutlich die Nachladezeit. Oder Schnelltreffer ist auch sehr gut. Schnell aufeinanderfolgende Präzisionstreffer erhöhen Stabilität und Nachladetempo. Also beim zweiten Perk solltet ihr immer schauen, ob da irgendwas mit Nachladetempo steht und dann seid ihr gut dabei. Im Idealfall, wie gesagt, habt ihr einen Perk, der mehr Schaden macht, einen Perk, der das Nachladetempo reduziert und zwei Perks, die die Reichweite erhöhen. Einige Ausnahmen gibt es aber, denn es ist möglich, dass euch bei Perk 3 und 4 zwei Schadensperks droppen. Das heißt, die Orchidee kann zum Beispiel mit Domen und Killclip droppen. Das heißt, ihr habt hier bei diesem Perk zwei Schadensperks, die den Schaden der Waffe extrem erhöhen und was eigentlich extrem gut ist. Das einzige Problem, was ihr dann hier mit zwei Schadensperks habt, das Nachladetempo, denn dieses ist sehr langsam. Um dieses Problem zu entgehen, kommt das Fallmagazin, welches wir vorhin erwähnt haben, ins Spiel. Denn habt ihr hier dann noch ein Fallmagazin, dann bekommt man das Nachladetempo noch halbwegs in Griff.
In dem Fall hat man zwei Schadensperks, Killclip und Toben, sowie das Fallmagazin, welches das Nachladetempo reduziert, und den Lauf, welcher die Reichweite erhöht. Somit ist das auch ein guter Roll. Fassen wir also nochmal zusammen. Droppt euch so eine Waffe, schaut hier, dass ihr einen Schadensperk und einen Nachladenperk habt und hier bei diesen Perks so viel Reichweite wie möglich erzielt. Solltet ihr hier zwei Schadensperks haben, dann muss hier irgendwas für Nachladetempo dabei sein, wie das Fallmagazin, denn sonst ist das Nachladetempo einfach viel zu hoch. Kommen wir dann jetzt noch zum PvP-Bereich. Beim PvP-Bereich ist es zwar gut, mehr Schaden zu machen, aber nicht ausschlaggebend, und auch das Nachladetempo ist uns im PvP eigentlich relativ egal, denn wir haben 11 Kugeln im Magazin, da kann man schon ein bisschen Schaden anrichten und meistens kann man sich dann wieder hinter einer Mauer oder irgendwo verstecken, um kurz nachzuladen. Hier sind ein bisschen andere Perks wichtig. Hier geht es vor allem um die Erhöhung der Präzision und des Wirkbereichs der Waffe. Zwei sehr, sehr beliebte Perks sind einmal der erste Schuss, verbessert Präzision und Reichweite beim ersten Schuss eines Angriffes. Das heißt, den ersten Schuss, den man im PvP abfeuert, der ist präziser. Also wenn man da schön auf dem Kopf drauf ist, dann trifft er auch den Kopf. Also man schießt nicht wegen der Streuung vorbei. Und dann gibt es noch den Perk Messsucher. Durch Zielen mit dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht, erhöhte Projektilgeschwindigkeit beim Zielen von Raketenwerfern und Granatenwerfer. Das ist einer meiner Lieblingsperks für PvP, denn hier hat man im Gegensatz zum ersten Schuss immer einen erhöhten Wirkbereich und nicht nur beim ersten Schuss, den man abfeuert. Ihr seht also, wenn da irgendwo drinnen steht, erhöht die Präzision, erhöht den Wirkbereich, dann ist das ein guter Perk für PvP. Beispiel Auge des Sturms, auch sehr gut. Diese Waffe wird präziser und hat bessere Handhabung, wenn deine Gesundheit nachlässt. Auch sehr, sehr geil im PvP in Kombination mit Messsucher. Einfach wunderbar. Abschließend schauen wir uns noch den Meisterwerk-Slot sowie die Mods an. Meisterwerk, wer hätte es gedacht, am liebsten habe ich da Reichweite drauf. Eventuell Nachladetempo ist auch nicht schlecht, aber hier auf alle Fälle Reichweite sehr gut. Bei den Mods müsst ihr ein bisschen abwägen. Zielkorrektur ist zum Beispiel sehr gut im PvP, denn dort kann man dann auch ein bisschen vorbei aimen. Und ihr trefft trotzdem, weil der Zielkorrektor ist eine Art Aim Assist. Und im PvP spiele ich zum Beispiel gerne Backup-Magazin, dass man einfach ein paar Schüsse mehr im Magazin hat. Oder sonst, je nach Schadensperk, einen Verstärker. Zum Beispiel hat man hier Toben drauf, dann gibt es ja einen netten Toben-Mod, den man reinpacken kann, damit das Toben verstärkt wird. Aber wie gesagt, Mods sind meines Erachtens immer ziemlich Geschmackssache, also da am besten austesten. Natürlich, irgendwelche Boss-Spezifikationen haben auf einer Handfeuerwaffe relativ wenig Sinn, aber einfach ein bisschen logisch nachdenken, dann findet man auch den richtigen Mod für die Waffe. Da würde ich sagen, fassen wir abschließend nochmal zusammen. Zuerst rausfinden, welche Feuerrate für euch am besten gemacht ist. Danach Perk 1 und 2 sind für die Reichweite zuständig, also hier die Reichweite versuchen immer zu maximieren. Perk 3 und 4 PvE, Schaden und Nachladetempo erhöhen, im PvP hingegen den Wirkbereich, die Präzision oder die Handhabung. Meisterwerk am besten Reichweite oder Nachladetempo und Mod je nach Vorlieben. Somit solltet ihr jetzt die Basics der Handfeuerwaffen aus Destiny 2 kennen. Abschließend zeige ich euch noch eine nette Seite, und zwar die Website light.gg. Wer sie noch nicht kennt, das ist eine Website, die greift auf die Daten, auf die Infos aus dem Game Destiny 2 zu, und ihr könnt hier alles über die Waffe nachlesen. Ich liebe diese Seite einfach, weil man seine Handfeuerwaffe oder seine Lieblingswaffe suchen kann, die man gerne spielt. Anschließend sieht man den Created Roll, das ist also das Meisterwerk. Sollte euch die Waffe als Meisterwerk droppen, dann hat sie diese Perks. Oder man sieht die Random Rolls, das heißt, all diese Perks können auf dieser Waffe droppen. Das Coole ist, die Seite ist auch auf Deutsch, also man kann hier einfach durchscrollen, man bleibt drauf, man sieht verbesserte Geschosse, erhöhen die Reichweite um den Wert 10. Wir haben hier ein Fallmagazin, Reload Speed, also Nachladetempo plus 30. Also ihr seht, man sieht sofort die ganzen Perks und man sieht sofort, was machen die Perks.
In meinem Fall mache ich mir jetzt eine PvE-Falkner, das heißt hier beim Lauf suche ich mir irgendwas mit mehr Reichweite. Ihr seht schon hier Stabilität, Handhabung und so weiter. Dort ist meist der hammergeschmiedete Drall gut plus 10 Reichweite. Kann man damit leben. Eventuell noch der Weitelauf, Range plus 15, Handling minus 5, Stabilität minus 10, kann man auch damit leben. Im zweiten Perk wissen wir noch nicht, aber ich sehe hier schon Gesetzloser. Also wenn ich für einen PvE Gesetzloser und zum Beispiel Dom drauf habe, dann habe ich hier mehr Schaden, mehr Nachladetempo. Somit brauche ich hier das Fallmagazin nicht, sondern die verbesserten Geschosse. Und schon habe ich meinen PvE Godroll, wie ich ihn gerne spiele. Den Link zur Seite poste ich euch in den Kommentaren bzw. in der Infokarte. Schaut da vorbei, wie gesagt, wirklich coole Seite. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Video ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber ich glaube ziemlich detailreich. Diese 17 Minuten oder 18 Minuten lohnen sich auf alle Fälle, denn dann seid ihr wirklich an Handfeuerwaffen Profi. Ansonsten sollte euch mein Content gefallen, bitte Abo und Like nicht vergessen. Und bitte schreibt mir dann noch in den Kommentaren, was ihr von dieser Videoserie Destiny Basics hält. Soll ich mehr solche Videos bringen oder wusstet ihr das alles schon und ihr findet das relativ wenig interessant? Ansonsten danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, euer Nexo.